Etwa 200 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Caritasverbandes haben sich in Geisenheim zur großen Caritas-Wallfahrt getroffen. Zu Fuß ging es zu 4 Stationen durch den Ortskern. Im Innenhof der St. Ursula-Schule begleiteten Schüler die Pilger musikalisch und berichteten von ihren Schülerhilfsprojekten. Die Wallfahrt endete im Garten des Marienheims. Hier feierte Bischof Theobald von Els gemeinsam mit den Pilgern den Festgottesdienst. Er bedankte sich für das große Engagement der Ehrenamtlichen und lobte das Zusammenleben in Mehrgenerationenhaus. Wie viel schöner ist es, miteinander etwas zu gestalten, miteinander um Menschen besorgt zu sein. Die Caritas nennt das heute Networking, Netzwerkarbeit. Jung und alt, behindert und unbehindert, arm und reich, gesund und krank, alle gehören zusammen und haben sich gegenseitig etwas zu sagen und zu geben. Nach dem Gottesdienst ließen die Wallfahrer den Abend im Garten ausklingen.